Hi, heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag und Lena und ich haben beschlossen, dass wir Lust auf ein bisschen Wärme haben. Deswegen sind wir hier in den Botanischen Garten gekommen. Ja, sie wollte mich ins Tropical Island. Das ist unsere Form des Tropical Island. Und wir haben beschlossen, einfach so ein bisschen hier rumzulaufen und Fotos zu machen. Einfach um mal ein bisschen was anderes als grau in grau zu haben. Denn in Berlin ist momentan wirklich alles grau und hässlich und ohne Sonne und so weiter. Deswegen dachten wir, es ist vielleicht eine schöne Idee, einfach so ein bisschen in einem botanischen Garten rumzulaufen. Hier tropft. Und das Schöne ist, wir haben ja beide so ein bisschen Naturwelle. Was passiert, wenn man in so eine etwas feuchte Umgebung kommt? Ich bumse in den Schock. Wenn man Fotos macht und man macht so ein Outfit-Change, dass man zwischendurch so aussieht. Ich muss schon sagen, Frau Grün, I like your style. I like your style. Hot, 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 hot. Ja, okay. Okay, okay. Ich mach dich mal unscharf. Vielleicht hilft das. Ich bin ja herangezogen. Ich sehe aus wie eine Krankenschwester, fällt mir gerade mal auf mit dem Outfit. Ja, also geht nicht. Nee. Können wir mal bitte mal drüber sprechen, wie groß die Kugel schon aussieht? Schon ziemlich schöne Kugel. Hallo, heute ist Freitag und ich habe viel zu tun. Fini, süß. Die ganze Woche über war so nervenaufreibend. Katja. Weil einfach bei uns so viel los ist und so viele Entscheidungen anstehen. Und einerseits macht mich das nervös, weil das bedeutet, dass sich wirklich nicht nur durch die Bohne alles ändert, sondern wirklich momentan ändert sich alles, was ich bisher kannte. Es klingt sehr dramatisch, aber so fühlt es sich gerade an. Ich bin natürlich auch gerade dramatisch wegen Hormonen und so weiter. Aber ich versuche mich echt davon nicht ablenken zu lassen, weil sowas macht einen auch wahnsinnig. Ich bin vielmehr beschäftigt damit, lauter Dinge durchzusortieren. Wir haben hier überall in der Wohnung Chaos. Ich habe im Wohnzimmer einen Stapel gemacht mit Dingen, die ich verkaufen will. Im Schlafzimmer ist ein Stapel mit Dingen, die ich verkaufen will. Auf dem Bett hier. Es ist halt einfach überall Chaos. Ich habe heute Vormittag schon gesessen. Oh, geil, Sonne. Ich weiß, das Kamerabild ist gerade scheiße, aber oh mein Gott. Ich habe so drauf gewartet, dass die Sonne zurückkommt. Oh. Ich habe heute Vormittag schon gesessen und E-Mails beantwortet und bin noch nicht ganz durch. Irgendwie ist das momentan auch ein bisschen doll. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber wir kriegen das schon. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich erstmal Pause mache mit den E-Mails und mich mal kümmere um die Videos. Ich habe nämlich heute ein Video, was ich drehen und schneiden und hochladen will. Auch geil, wie ich hier dekoriere, ne? Ich habe auch irgendwie völlig vergessen, wie man ordentlich vloggt. Das ist nicht schön. Ich habe auf jeden Fall vor, heute ein Video zu drehen und zu schneiden.
und auch noch ein weiteres zu drehen, das ich dann morgen schneide, denn das Video für gestern ist ausgefallen und irgendwie in meinem Rhythmus, ich brauche mal wieder so 3 Videos die Woche. Ich weiß, dass ich das nicht für ewig halten kann, aber ich brauche das jetzt gerade einfach so ein bisschen für meine Psyche, deswegen will ich das unbedingt machen. Und heute Abend sind wir verabredet bei Jasmin und Pablo zum Essen und da freue ich mich tierisch drauf. Wir haben uns schon wieder ewig nicht gesehen. Jasmin und ich haben ein Talent dafür, immer genau dann unsere Trips oder Beschäftigungen zu planen, wenn der jeweils andere Zeit hat. Und umgekehrt, das heißt immer, wenn ich sage, hey, ja, also nächste Woche ist ein bisschen stressig, aber die Woche drauf ist super, sagt Jasmin, ja, aber nächste Woche ist bei mir total entspannt und die Woche drauf ist halt total beschissen. Deswegen haben wir immer so Phasen, in denen wir uns überhaupt nicht sehen. Aber dafür ist es umso schöner, wenn wir uns dann sehen und Zeit zusammen verbringen und so weiter. Deswegen freue ich mich da heute Abend sehr drauf. Und ja, bis dahin ist aber echt noch viel zu tun. Heute hat Fritz ein Telefonat, was darüber entscheidet, ob er einen Job in einer Stadt annimmt, in die wir gern ziehen wollen. Ich bin sehr kryptisch, ich weiß. Das Ding ist, dass wir uns entschieden haben, in eine andere Stadt zu ziehen, als ich bisher online gesagt habe. Und wenn wir das tun sollten, möchte ich gerne, dass meine Familie und meine Freunde das zuerst erfahren und nicht das Internet. Ich weiß eben nicht so genau, ob die Entscheidung jetzt heute fällt. Wenn ja, wäre das sehr cool, weil das bedeutet, dass wir alles anwerfen können. Wenn sie nicht fällt, dann dauert das noch bis nächste Woche und dann ist der Vlog sozusagen schneller als unsere Informationen. Wisst ihr, was ich meine? Genau, deswegen will ich da auf jeden Fall noch nichts sagen. Ich fasse es nicht, dass wir das machen. Ich fasse es wirklich nicht, dass wir das machen. Ich habe in meinem Leben nicht damit gerechnet, dass ich dorthin ziehe. Aber so wie es aussieht, werden wir das tun. Die Chancen stehen nicht schlecht. Fritz wird in, ich glaube, 2 Stunden angerufen. Und dann wissen wir mehr und drückt uns einfach erstmal unbekannterweise die Daumen. Okay, das wäre sehr schön. Ich glaube, ich höre jetzt lieber auf, darüber nachzudenken und kümmere mich mal um das Video für heute. Um das erste. Let's do this. Fritz hat jetzt gerade nebenan sein Gespräch, was im Grunde entscheidet, ob wir umziehen können oder nicht. Und ich bin so nervös. Oh Gott. Und? Wir ziehen um! Und? Ja. Also, die anrufen. Hi! Na, bist du allein zu Hause oder ist Papa auch da? Papa ist auch da. Hol ihn mal her. Ich wollte was verkünden. Wir wollten was verkünden. Erzähl. Wir brauchen eine Wohnung. Ach. Gerade Gehaltsverhandlungen gehabt und hatten einen Job. Nee. Doch. Sehr geil. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich weiß, die Einzige, die wieder eingeweiht war, war Omi. Und Omi immer, oh Gott, ich platz gleich. Und ich so, ja, du musst doch die Füße stillhalten. Oh Gott, oh Gott. Und wann ist das Gespräch? Wir haben jetzt gerade ganz, ganz viel telefoniert und allen möglichen Leuten Bescheid gesagt und uns dann gleich rangesetzt und Wohnungen rausgesucht, weil wir nächste Woche definitiv Wohnungsbesichtigung machen müssen, weil das alles jetzt sehr, sehr, sehr schnell geht. Ihr habt ja keine Ahnung, wie schnell es geht. Aber ich dachte, es ist jetzt auch an der Zeit, dass ich euch sage, wo es für uns hingeht und euch so ein bisschen in den Entscheidungsprozess mit einbeziehe. Es ist nicht mehr Berlin, das war klar, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich bin einfach sehr, sehr, sehr unzufrieden seit ein paar Jahren jetzt schon in Berlin. Gar nicht so sehr wegen der Leute. Ich bin sehr froh eigentlich mit den Menschen, die ich hier getroffen habe und mit den Freundschaften, die ich hier geschlossen habe und den Möglichkeiten, die Berlin bietet. Aber was so die Lebensqualität angeht, war ich einfach schon lange nicht mehr glücklich hier. Ich brauche ein bisschen mehr Natur, das war mir klar. Ich brauche ein bisschen mehr Weite und Freiheit und einfach bessere Lebensqualität. Wir haben uns dann ja vor ein paar Monaten schon mal umgeguckt in Potsdam und auch ein paar Wohnungsbesichtigungen gemacht und so weiter und uns da so ein bisschen mit dem Immobilienmarkt vertraut gemacht und festgestellt, dass auch da die Zahlen für uns ganz persönlich einfach völlig abgedreht sind. Ich finde es nach wie vor so krass zu sehen, wie Häuser und Wohnraum immer, 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 immer teurer wird. Fritz und ich, wir verdienen beide ganz gut, würde ich sagen. Fritz verdient sehr gut und ich habe trotz Selbstständigkeit auch einfach inzwischen ein sehr gutes Einkommen. Aber trotzdem weigern wir uns einfach, 500.000 Euro für ein Haus auszugeben. Und dann gerade in Potsdam und Umgebung nicht mal ein Haus.
wo man gleich einziehen kann, weil es schön ist, sondern ein Haus, an dem noch wahnsinnig viel gemacht werden muss. Natürlich haben Freund Fritz und ich beide den Wunsch, ein Haus zu haben, aber wir sind nicht bereit dazu, unser komplettes Leben aufzugeben, keinen Urlaub mehr zu machen, uns nichts mehr zu gönnen, überall Einschränkungen zu machen. Das ist einfach... Das ist wahrscheinlich einfach so eine Entscheidungssache. Es gibt Leute, die finden das okay, für die ist das Haus das Allerwichtigste und sind bereit, alles andere dafür zurückzustellen. Ich bin auch bereit, viel zurückzustellen, aber ich möchte auf keinen Fall der Bohne sagen, wir fahren nicht in Urlaub, weil Mama, Papa müssen das Haus abbezahlen. Das möchte ich persönlich einfach nicht und Freund Fritz möchte es auch nicht. Deswegen haben wir ein bisschen hin und her überlegt und haben auch in Brandenburg geguckt, ob wir da irgendwo hinziehen können und festgestellt, wenn wir nach Brandenburg ziehen, wo wirklich dann keine Anbindung mehr ist, dann können wir auch einfach noch eine Stunde weiter wegziehen und zurück ans Meer ziehen. Also haben wir angefangen, uns umzugucken in Stralsund, wo ich ja ursprünglich herkomme. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger guckt, wisst ihr das. Freund Fritz und ich, wir haben uns da kennengelernt, wir sind da zusammen zur Schule gegangen und natürlich ist die Stadt für uns wahnsinnig vertraut. Es ist wirklich absurd. Als ich da groß geworden bin, habe ich schon auch immer wieder gesehen, wie schön Stralsund ist und es ist absolut Heimat für mich, weil da so viele Erinnerungen einfach stecken und der Wind bläst sie so um die Häuser in Stralsund. Aber ich wusste auch, dass ich unbedingt raus muss, weil ich was Neues sehen wollte und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich an so vielen Orten auf der Welt gelebt habe und so viele Orte der Welt gesehen habe und ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Aber ich glaube einfach, dass es für mich und für Freund Fritz und für die kleine Bohne total gut ist, wenn wir eine ruhige Base haben. Wenn wir uns irgendwo einfach ein Nest bauen, wo gute Luftqualität ist, wo Immobilien noch bezahlbar sind, wo einfach rundrum so viel zu entdecken ist, so viel zu sehen ist, wo das Meer ist, wo der Wind ist und natürlich, wo auch unsere Familie ist. Denn gerade mit der kleinen Bohne brauchen wir definitiv Hilfe. Das schaffen wir nicht alleine und wir wissen, dass unsere Familien definitiv für uns da sind, uns unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen und so weiter. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn wir da in der Nähe sind. Und zum anderen weiß ich einfach, dass ich mich sehr wohl mit dem Gedanken fühle, die kleine Bohne in Stralsund groß zu ziehen. Ich habe mich witzigerweise gerade vor ein paar Wochen mit Freunden unterhalten, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass wir ein Kind erwarten. Die von sich aus meinten, oh, es war eigentlich voll geil, in Stralsund groß zu werden, weil die Stadt ist nicht zu klein, da sind definitiv Sachen, die man machen kann. Aber sie ist auch nicht zu groß, dass man irgendwie überall aufpassen muss, dass da irgendwas passieren könnte. Stralsund hat eine sehr, sehr schöne Größe und wir merken einfach jetzt auch, seit die Entscheidung gefallen ist, wie schnell so alles an seinen Platz fällt. Und das ist auch was, was ich über die letzten Jahre gelernt habe. Wenn etwas richtig ist, dann fällt alles an seinen Platz. Ich habe nach wie vor nicht vor, nie wieder nach Berlin zu fahren. Ich werde weiterhin sehr viel nach Berlin fahren und da auch einfach Freunde sehen und dort arbeiten und Jobs wahrnehmen und so weiter. Aber sozusagen das Mutterschiff lassen wir in Stralsund landen und bauen uns da einfach ein Zuhause auf. Und so wie wir das vorhaben, können wir das nur in Stralsund. Ja? Was ist denn das für ein Geräusch? Mika? Kannst du da mal runtergehen? Mäusi, du machst Sachen im Computer. Ich weiß nicht. Ich gehe nicht mit wehenden Fahnen. Ich verlasse Berlin nicht und sage, Gott sei Dank und nie wieder. Ich werde definitiv zurückkommen und hier weiter Jobs annehmen und mich mit Freunden treffen und einfach Möglichkeiten nutzen, die Berlin hat. Denn so weit ist es nicht weg von Stralsund. Und natürlich habe ich auch Angst, ein Stück weit zurückzugehen, weil ich hier natürlich auch Freunde zurücklasse. Und eine Sache, die ich wirklich absolut gar nicht gut kann, ist einsam sein. Das heißt, ich hoffe, dass ich in Stralsund einfach auch liebe Menschen finde, die meine Freunde sein wollen. Und dass ich die Menschen, die ich getroffen habe in Berlin, dass ich sie nicht wieder verliere. Ich habe eigentlich immer, wenn ich die Stadt verlassen habe und Freunde dort zurückgelassen habe, den Kontakt gehalten, wenn die Freunde das auch wollten und habe jetzt Freunde, die absolut verteilt sind über ganz Deutschland. Von daher habe ich gute Hoffnung, dass die Berliner bleiben und eventuell kommt eine Berliner Freundin mit. Ich kann euch nicht sagen, wer, weil ich nicht weiß, ob sie das überhaupt will. Aber wir arbeiten momentan dran, dass eine Freundin aus Berlin mitkommt nach Stralsund, was auch absolut absurd ist und was mich wahnsinnig glücklich machen würde. Wir werden sehen, ob es klappt, keine Ahnung. Aber natürlich habe ich Angst, einsam zu werden in Stralsund. Obwohl ich weiß, meine Familie ist da, aber ich brauche eben ganz, ganz dringend auch gute Freunde und Menschen, denen ich vertraue, neben meiner Familie und Freund Fritz. Das ist für mich einfach so ein totaler Wohlfühlfaktor. Deswegen
hoffe ich natürlich, dass das klappt, aber insgesamt ist das Gefühl einfach jetzt, wo wir wissen, dass wir wieder Richtung Stralsund gehen, so erleichtert und ich bin so, so glücklich und freue mich auf diesen neuen Abschnitt und ja, bin gespannt, was Wohnungsbesichtigungen bringen nächste Woche. Vielleicht finden wir nächste Woche schon eine Wohnung, das wäre toll, es würde sehr viel leichter machen und dann brauchen wir Nachmieter für diese Wohnung und so weiter, also das wird jetzt sehr stressig und viel zu tun, aber das kriegen wir schon. Ja, ich gehe jetzt, glaube ich, und lege mich hin. Ich bin fix und fertig. Wahrscheinlich werden wir die ganze Nacht durchreden und Pläne schmieden und so weiter. Ist das aufregend, Freunde. Danke fürs Zugucken, ihr Lieben. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.